Ja, schönen guten Tag, hallo zusammen. Wir befinden uns ja im Kapitel Grammatiken und das Kapitel werden wir heute auch abschließen. Kurz dazu, wo wir stehen. Wir haben Grammatiken kennengelernt, die Chomsky-Hierarchie, haben in der Chomsky-Hierarchie systematisch die verschiedenen Klassen von Grammatiken uns genauer angeguckt und sind dann, ich sag mal, hängen geblieben bei den kontextfreien Grammatiken, weil die wohl in vielerlei Hinsicht besonders wichtig und interessant sind. Und zu den kontextfreien Grammatiken haben wir dann unter anderem ja, die üblichen Fragen, wie komplex ist das Wortproblem, wie ist es bezüglich Abgeschlossenheitseigenschaften angeguckt und insbesondere, das war in der letzten Vorlesung ein Schwerpunkt, das Maschinenmodell, das zu den kontextfreien Grammatiken gehört, kennengelernt. Das ist der nicht-deterministische Kellerautomat oder Push-Down-Automata, NPDA für Non-Deterministic Push-Down-Automata. Da gibt es zwei Varianten, wann man sagt, so ein Kellerautomat akzeptiert eine Eingabe, nämlich mit akzeptierenden Endzuständen oder mit leerem Stack. Die Äquivalenz dieser zwei Varianten von Akzeptanzverhalten haben Sie das letzte Mal bewiesen und andererseits haben Sie das letzte Mal auch angesehen, wie verhält es sich denn mit der Relation zwischen einem nicht-deterministischen Kellerautomaten und einem deterministischen Kellerautomat? Also das sind ja zwei verschiedene Modelle jetzt erstmal bezüglich der Definition, so wie wir auch bei endlichen Automaten oder bei Turing-Maschinen deterministische und nicht-deterministische Variante angeschaut haben. Und anders als bei Turing-Maschinen und bei endlichen Automaten ist aber bezüglich der Mächtigkeit, was das Modell kann, deterministischer und nicht deterministischer Kellerautomat nicht gleich mächtig. Also es gibt Sprachen, die zwar von einem nicht deterministischen Kellerautomaten akzeptiert werden können oder erkannt werden können, aber nicht von einem deterministischen Kellerautomaten. Und ein Standardbeispiel ist die Sprache der Palindrome. Sozusagen der deterministische Kellerautomat müsste wissen, wann er, wenn er sozusagen den vorderen Teil eines Wortes mit dem hinteren Teil eines Wortes vergleichen will, um zu sehen, ist das genau das Gespiegelte, wissen, wann er sozusagen von der vorderen zu der hinteren Lesephase übergehen soll. Und wenn ihm kein Trennsymbol geliefert wird, an dem er das machen kann, dann kann er das eben nicht, während der nicht-deterministische Kellerautomat halt, naja gut, alle Möglichkeiten, also das, die Mächtigkeit hat im Prinzip alle Möglichkeiten anzugucken oder eben nicht-deterministisch wechseln kann von dem einen zu dem anderen Teil der Abarbeitung und insofern eben auch das Trennsymbol nicht braucht. Das heißt also insbesondere die ganz normale Sprache von Palindromen, die kann eben von einem deterministischen Kellerautomaten nicht erkannt werden, aber wohl, sehr wohl solche speziellen Palindrome, wo wir in der Mitte so ein Trennsymbol haben. So, das ist der Teil und wir konzentrieren uns jetzt weiter auf diesen Teil, nämlich sich wirklich anzuschauen, sind denn die nicht deterministischen Kellerautomaten genau die Klasse von Berechnungsmodellen oder Automaten, die die kontextfreien Sprachen erkennen können. Ja? Dieser Kreis deutet das an, aber wir haben den noch nicht ganz bewiesen. Was in dem Kreis drin ist, ist erstmal die Aussage, für jede kontextfreie Grammatik gibt es eine kontextfreie Grammatik in Greibach-Normalform. Das haben Sie das letzte Mal auch bewiesen. Wir hatten im Vorfeld auch die Chomsky-Normalform, also grundsätzlich die Idee, eine Grammatik einer bestimmten Klasse, etwa kontextfreie Grammatiken, ist ja danach definiert, welche Art von Regeln zugelassen sind.
So, jetzt welche Art von Regeln zugelassen sind, könnte man einschränken. Darauf kommt man vielleicht, dadurch kommt man vielleicht zu einer kleineren Klasse von Sprachen oder Grammatiken, möglicherweise aber auch nicht. Und überraschenderweise ist es so, dass man bei kontextfreien Grammatiken die Art, wie die Regeln aussehen dürfen, doch entscheidend einschränken kann, ohne etwas zu verlieren. Ja, und die eine Form waren eben die Chomsky-Normalform, die manchmal auch für Beweise ganz brauchbar ist. Und die andere Form ist die Greibach-Normalform, die eben auch für gewisse Beweise und vor allem im Umgang mit dem Kellerautomaten ganz praktisch ist. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und der nächste Schritt wäre eben, wenn ich eine Grammatik in Greibach-Normalform habe, zu beweisen, dann gibt es immer einen nicht-deterministischen Kellerautomaten, der die entsprechende Sprache erkennt. Auch das ist schon bewiesen worden. Und der letzte Schritt, der hier in dem Kreis um diese Äquivalenz zwischen den drei Beschreibungen derselben Sprachklasse auszudrücken, der letzte Schritt, der dann noch fehlt, ist zu sagen, naja gut, ich habe jetzt einen beliebigen nicht-deterministischen Kellerautomaten, der mit leerem Stack erkennt, akzeptiert meinetwegen. Ist denn tatsächlich die Grammatik, die durch diesen Kellerautomaten, also die Grammatik zu der Sprache, die durch diesen Kellerautomaten erkannt wird, kontextfrei? So, das ist der zweite Teil hier. Also heute beweisen wir gegeben ein nicht-deterministischer Kellerautomat mit leerem Stack, dann folgt zu der Sprache, die von diesem Kellerautomaten akzeptiert wird, gibt es eine kontextfreie Grammatik. Das darüber, wir haben eine kontextfreie Grammatik in Greibach-Normalform, dann können wir dazu einen nicht-deterministischen Kellerautomaten angeben, der genau die Sprache, die durch diese Grammatik erzeugt wird, mit leerem Stack erkennen kann. Das wiederholen wir gleich nochmal kurz, aber im Prinzip haben Sie schon bewiesen. So, das ist jetzt hier der eine Teil des Programms für heute und dann werden wir zum Abschluss des Kapitels noch ein paar weitere ganz interessante Eigenschaften kontextfreier Grammatiken beweisen. Und jetzt zur Wiederholung, also Greibach-Normalform. Wie sieht denn die Greibach-Normalform aus? Also wie gesagt, die Regeln, die zugelassen sind, sind eingeschränkt. Und zwar folgendermaßen, die Regeln haben alle die Form, links ist eine Variable, so wie bei kontextfreien Grammatiken per Definition. Und rechts steht ein Wort bestehend aus einem Symbol aus dem Eingabealphabet, gefolgt von einem Wort über der Menge der Variablen. Ja. Das ist anders als Chomsky-Normalform. Bei Chomsky-Normalform haben wir hier rechts entweder zwei Variablen, also ein Wort bestehend aus zwei Variablen, oder ein Symbol aus dem Eingabealphabet. Hier jetzt also rechts ein Symbol aus dem Eingabealphabet, gefolgt von einem Wort, einem längeren Wort über der Variablenmenge, aber dieses Wort kann auch leer sein. Ja, das Alpha kann auch Epsilon sein. So, und jetzt andererseits Wiederholung nicht-deterministischer Kellerautomat. Der besteht aus einer Zustandsmenge Q mit einem ausgezeichneten Anfangszustand Q0, einem endlichen Eingabealphabet, einem endlichen Stackalphabet, einem Symbol Z0 aus dem Stackalphabet, das sozusagen herausgehoben ist. Das ist sozusagen die Initialisierung des Stacks. Das ist das, was am Anfang der Berechnung auf dem Stack liegt. Und eine Übergangsfunktion, und die ist natürlich wie auch bei endlichen Automaten oder Turingmaschinen das Entscheidende, um die Arbeitsweise zu beschreiben. Und die Übergangsfunktion, die bekommt also einen Zustand, ein Symbol aus dem Eingabealphabet, das könnte auch das leere Wort sein, und ein Symbol aus dem Stackalphabet und geht dann über in möglicherweise eine Menge von Paaren aus Zustand und Wort über dem Stackalphabet. Das heißt also, Delta von Q, A, Z. Q ist ein Zustand, A ist ein Symbol aus dem Eingabealphabet, Z ist ein Symbol aus dem Stackalphabet, ist eine Teilmenge aus der Menge der Paare. Q, Gamma, Q ist wieder ein Zustand, Gamma ist ein Wort über dem Stackalphabet. Also nicht deterministisch ist der Kellerautomat. Da gibt es also zu einer Situation möglicherweise mehrere Folgezustände und es gibt auch besondere Epsilon-Übergänge, also
bei der Situation, der Kellerautomat ist im Zustand Q, er liest nur das leere Wort und auf dem Stack liegt Z. Die Folgesituation kann eine Menge von Paaren bestehend aus einem Zustand und wieder einem Wort über dem Stack-Alphabet sein. Und das bedeutet eben, A bzw. Epsilon ist abgearbeitet worden in dem Zustand Q und danach bin ich in einem neuen Zustand und das oberste Symbol auf dem Stack-Alphabet, auf dem Stack ist ersetzt worden durch ein ganzes Wort über dem Stack-Alphabet. Ja. Das hier. Ja, aber wenn ich mich recht entsinne, ich meine, das wäre dann hier eine Lücke in der Definition, dass hier auch Epsilon sein darf. Ne? Das meinen Sie, ja. Hier hinten das Z. Hier hinten dürfte auch, da müsste ich nochmal nachgucken, aber so habe ich es in Erinnerung, dass das auch da leer sein darf. Ne? Kann man ganz schnell in die andere Folien reinspringen. Also die Frage war, was ist denn bei einem Kellerautomat, der mit Endzuständen akzeptiert, wenn der Stack leer läuft? Wenn der Stack leer läuft. Naja, dann weiterarbeitet. Der Übergang, also hier ist es genauso definiert, also kann ich Ihnen jetzt ganz, ganz verbindlich nicht sagen, ob wir da jetzt in der Definition eine Lücke haben, weil da eigentlich auch das leere Wort, also sozusagen hier an der Stelle auch Gamma vereinigt leerem Wort stehen sollte. Guck mal ganz schnell nach bei dem Akzeptieren mit Akzeptieren. Abgearbeitet. U aus Sigma Stern. Ja. Also es ist eine berechtigte Frage. Beim Akzeptieren durch Akzeptieren Endzustand haben wir ja gesagt, naja gut, wenn eben nach Abarbeitung der Eingabe, also hier von dem W, am Schluss der Zustand aus einem Endzustand ist, dann wird akzeptiert. Jetzt könnte ja zwischendurch der Stack leer werden, das ist die Frage. Und die Übergangsfunktion sieht dafür aber nichts vor. Muss ich nochmal nachgucken. Also ich glaube, es macht kein Problem. So. Das also zur Wiederholung der Definition des Kellerautomaten und der Greibauch-Normalform. Dann haben wir, um die Arbeitsweise eines Kellerautomaten zu beschreiben, auch den Begriff der Konfiguration verwendet. So eine Konfiguration ist einfach ein Trippel, das die aktuelle Situation des Kellerautomatens während einer Berechnung beschreibt und das besteht aus dem Zustand, in dem der Kellerautomat sich befindet, dem Teil der Eingabe, der noch nicht abgearbeitet ist und dem aktuellen Inhalt des Stacks. So, und dann hatten wir eben diese zwei Varianten von akzeptieren und ab jetzt brauchen wir nur noch akzeptieren mit leerem Stack. Das heißt, also ausgezeichnete Endzustände spielen jetzt keine Rolle mehr. Und da ist es eben so, dass der nicht deterministische Kellerautomat eine Eingabe akzeptiert durch leeren Stack. Wenn es eben eine zulässige Folge von solchen Konfigurationen gibt, aus der Anfangskonfiguration heraus, die Anfangskonfiguration besteht aus dem Anfangszustand Q0 der Eingabe W und der Initialisierung des Stacks mit Z0, in eine Konfiguration, wo Eingabe und Stack leer sind, also Eingabe abgearbeitet ist und der Stack leer ist. So, und das letzte Mal haben Sie schon bewiesen, wenn wir eine Grammatik in Greibach-Normalform haben, dann kann dazu ein nicht-deterministischer Kellerautomat konstruiert werden, der die Sprache zu der Grammatik mit leerem Stack akzeptiert und noch mal ganz kurz zur Wiederholung, was man dafür sich überlegen muss oder beweisen muss. Aber vielleicht auch nochmal, damit Sie sich nochmal klar machen,
warum ist denn die Kreibach-Normalform jetzt in dem Kontext nicht deterministischer Kellerautomat besonders günstig? Warum nehmen wir nicht die Chomsky-Normalform oder irgendeine Form? Naja gut, da muss man einfach mal gucken. Erstmal, wie sieht eine Kreibach-Normalform aus? Die Äquivalent ist zu einer Grammatik in Chomsky-Normalform. Also in Chomsky-Normalform haben wir also rechts immer ein Wort, entweder bestehend aus zwei Variablen oder aus einem Eingabesymbol. Und bei der Kreibach-Normalform haben wir also auf der rechten Seite immer stehen, ein Wort bestehend aus einem Symbol aus dem Eingabealphabet, gefolgt von einem längeren, durchaus längeren Wort über der Variablenlänge oder eben auch nur ein Symbol aus dem Eingabealphabet. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie so ein Wort erzeugt wird, einerseits durch Regelanwendungen der Grammatik in Chomsky-Normalform, andererseits durch Regelanwendungen der Grammatik in Kreibach-Normalform. Naja gut, also für das Wort 101100 hätte man jetzt also in Chomsky-Normalform so eine Abarbeitung, naja, das Startsymbol wird erstmal ersetzt durch ein Wort bestehend aus zwei Variablen, dann ersetzt man in dem Fall die Variable A1 wieder durch ein Wort bestehend aus zwei Variablen, also man und da mal so weiter eine Weile, also man baut sich sozusagen ein längeres Wort bestehend aus Variablen auf und die einzige Möglichkeit irgendwie dann zu Symbolen aus dem Eingabealphabet zu kommen, also zu so einem Wort 101100 aus Sigma Sternchen ist, dass man dann die Variablen nach dem anderen als durch, wenn die entsprechende Regel da ist, durch so einem Symbol aus dem Eingabealphabet ersetzt. Und so wird das hier also gemacht. Ne? Man hat jetzt hier dieses längere Variablenwort und dann ersetze ich so 1:1 die Variablen wieder durch 1 oder 0 in dem Fall. So, und bei der Grammatik in Kreibach-Normalform wäre also die erste, typischerweise erste Regelanwendung, ich ersetze die Startvariable durch ein Wort, ein längeres Wort, das erste Symbol dieses Wortes ist schon aus dem Eingabealphabet, also schon das erste Symbol dann nachher meines Wortes, das hier erzeugt wird, und dann folgt eben so ein Variablenwort, und das kann man, dieses Variablenwort, dann eben auch langsam sozusagen ersetzen, indem man eine einzelne Variable wieder ersetzt durch ein Wort aus dem Eingabealphabet, gefolgt von einem Variablenwort. Und so würde man hier von vorn nach hinten dann langsam das Wort erzeugen, das am Ende der Produktion ist, und das geht hier, naja, in weniger Schritten als mit der Grammatik in Chomsky-Normalform. Und wenn man dann genauer anschaut, wie diese Produktion von dem Schema her aussieht, dann sieht man, die kann man 1:1 wunderbar übersetzen in einer Abarbeitung durch einen geeignet definierten Kellerautomat. Also ich habe jetzt hier meine Grammatik in Kreibach-Normalform und dazu den Kellerautomat definiere ich folgendermaßen. Ich brauche nur einen Zustand Q0 zu den Variablen 1:1 sozusagen definiere ich mir die Symbole aus dem Stack-Alphabet, also die Variablenmenge ist gleich der das Stack-Alphabet ist gleich der Variablenmenge. Die Startvariable wird sozusagen definiert als das Initialisierungssymbol aus dem Stack-Alphabet, und dann brauche ich eben geeignete Übergänge, und ich nehme eben hier die Übergänge, also hier habe ich ja nur Q0, das ist der einzige mögliche Zustand, und jetzt brauche ich eben die Übergänge für alle Möglichkeiten, was da das Symbol aus der Eingabe ist, also 1 oder 0, und was auf dem Stack liegen kann, und da kann ich einfach 1:1 jede Regel hier übersetzen in so einen Übergang. Also die Regel S kann ersetzt werden durch 1A0 A1 SA0, wird sozusagen, dazu wird die Regel, wird der Übergang definiert, Delta Q0 1S ist gleich Q0, hier das hintere A0, A1, SA0. Ja.
und so weiter. So, und dann können Sie hier eins zu eins die Abarbeitung der Eingabe des Wortes, das ich durch diese Regeleinwendung aus S erzeugen kann, mit meiner Grammatik in Greibach-Normalform aufschreiben, indem ich eben anfange beim Anfangszustand Q0 der Eingabe und dem S, also der Initialisierung der Stack, und dann genau die Übergänge anwende, die ich nach den entsprechenden Regeln hier in meinen Kellerautomat, in meinem Kellerautomat vorgesehen habe. Also für jede Regelanwendung hier habe ich hier einen Übergang definiert und die brauche ich hier einfach nur anwenden und dann habe ich genau diese Abarbeitung durch den Kellerautomat als akzeptierende Berechnung. Ja. Scheint mir so. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich meine, bei dem Beispiel ist das jetzt so. Bei dem Beweis, jetzt gehen wir gerade weiter. Beim Beweis ist aber auch so, ja. Ja, das würde ich aus dem Beweis schließen. Ja. Genau. Also man braucht, wenn man streng nimmt, nur einen Zustand bei Kellerautomaten, heißt das. Wenn man die Übergänge, diese Art von Übergänge genau hat. Ja, denn also jetzt, wir gehen ja den Beweis jetzt einfach nochmal zur Wiederholung durch. Wir starten mit einer beliebigen Grammatik in Greibach-Normalform. Und für diese beliebige Grammatik in Greibach-Normalform definieren wir einen Kellerautomaten. Und dieser Kellerautomat enthält nur einen Zustand. Und der weitere Beweis zeigt, dieser Kellerautomat kann die Sprache akzeptieren, die durch diese beliebige Grammatik in Greibach-Normalform erzeugt wird. Das heißt also, was die Mächtigkeit angeht von Kellerautomaten, kann man tatsächlich aus dem Beweis den Schluss ziehen, dass man im Prinzip zu jedem Kellerautomaten auch einen bauen kann, der nur einen Zustand hat und genau dasselbe kann. Ja, wie geht so ein Beweis? Also wir bauen diesen Kellerautomaten, also für die Regeln, die es gibt, sehen wir eben die entsprechenden Übergänge, wie das eben im Beispiel auch war, vor und dann macht man eine Induktion über die Länge der Ableitung. Also für jede Ableitung unserer vorgegebenen Grammatik in Greibach-Normalform müssen wir zeigen, das entsprechende Wort, das über diese Ableitung generiert wird, kann durch den Kellerautomat, den ich so definiert habe, abarbeiten und Ende nachher wird akzeptiert, das heißt also Ende mit leerem Stack, wenn ich abarbeite. Und das geht eben also per Induktion über die Länge der Ableitung. Also ich schaue mir so eine beliebige Ableitung an aus S und zeige, wenn ich die Ableitung habe von S nach W1 bis WI, gefolgt von A1 bis AM, W1 bis WI ist also aus Sigma, sind Symbole aus Sigma, 1 bis AM sind Variablen, dann ist das äquivalent dazu, dass der so definierte Kellerautomat beim Lesen von W1 bis WI den Stack-Inhalt A1 bis AM erzeugt. Dieses A1 bis AM ist möglicherweise das leere Wort und hiermit habe ich wieder, wie wir das oft auch in anderen Zusammenhängen gemacht haben, eigentlich mehr gezeigt, als ich brauche. Denn damit wird insbesondere gezeigt, dass wenn ich die Ableitung von S nach W1 bis WN habe, dann ist das äquivalent dazu, dass A W1 bis WN mit leerem Stack enthält. Das ist also hier aus der Äquivalenz einfach die Situation, A1 bis AM sind das leere Wort. Gut, und wie läuft so eine Induktion? Naja gut, man macht einen Induktionsanfang, der ist in diesem Fall trivial und dann den Induktionsschritt. Man betrachtet also für eine bestimmte Anzahl von Ableitungsschritten hier eine Anzahl J, halt was man beweisen muss und führt es zurück auf eine kürzere oder eine kleinere Anzahl von Ableitungsschritten, indem man eben diese Ableitung zerlegt in den ersten Schritt der Ableitung und den Rest, ja.
Also ich schaue mir an die Ableitung mit I-Schritten, S nach W1 bis WI, gefolgt von A1 bis AM, und zerlege die in erstmal I-1 Schritte, S nach W1 bis WI-1, gefolgt von ja, das, was da halt dann danach steht. Und das muss sowas sein, also es ist so ein hinterer Teil von A1 bis AM und davor eine andere Variable A'. Und der letzte Schritt der Ableitung ist der, dass dieses A' ersetzt wird durch A1 bis AR-1, also WI gefolgt von A1 bis AR-1. Und dann kann ich die Induktionsvoraussetzung für den vorderen Teil anwenden und komme dann darauf, dass ich, dass ich die behaupten habe, dass A das Wort W1 bis WN genau dann mit leerem Stack akzeptiert, wenn in meiner Grammatik das Wort W1 bis WN aus S aus erzeugt werden kann. Die Wiederholung von diesem Induktionsbeweis haben wir jetzt auch deshalb gemacht, weil das so ein typisches Muster ist bei dieser Art von Aussagen, dass man einen Induktionsbeweis macht, entweder über die Länge der Ableitung oder über die Länge der Berechnung. Denn wir kommen jetzt sozusagen zu, ich sag mal, der Umkehrung dieses Satzes, im Satz, dass jede durch einen nicht-deterministischen Kellerautomat durch leeren Stack akzeptierte Sprache kontextfrei ist. Das heißt also, dass wir aus diesem nicht-deterministischen Kellerautomaten, der die Sprache mit leerem Stack akzeptiert, eine Grammatik bauen können, die kontextfrei ist. Und das wäre dann hier dieser letzte Schritt, und dann hätten wir hier diese ganze Übersicht sozusagen abgearbeitet. Gut, also, wir starten mit einem Kellerautomat und konstruieren dazu eine kontextfreie Grammatik. Der Kellerautomat sieht halt so aus, wie so ein Kellerautomat aussieht. Die dazugehörige Sprache, also Kellerautomat heißt A, die dazugehörige Sprache LA, die also von dem A durch leeren Stack akzeptiert wird, die nennen wir LA. Und wir müssen dazu jetzt eine kontextfreie Grammatik angeben, der Art, dass LA gerade die Sprache ist der Worte, die durch die kontextfreie Grammatik erzeugt wird. Und die Konstruktion dieser Grammatik basiert auf ja, der sogenannten Trippelkonstruktion oder eben der Definition der Variablen der Grammatik als Trippel, die korrespondieren zu so einem Trippel bestehend aus einem Zustand, einem Symbol aus dem Stack-Alphabet und einem anderen Zustand. Also ich definiere jetzt erstmal meine Variablenmenge der Grammatik, die ich hier baue, als Menge all dieser Trippel QXP. QP sind irgendwelche zwei Zustände aus Q und X ist irgend so ein Symbol aus dem Stack-Alphabet. Und außerdem nehme ich noch ein zusätzliches Startsymbol dazu. Und das Ziel meiner Konstruktion ist, dass ich Regeln habe, so dass aus der Variablen QXP genau die Worte aus Sigma-Stern ableitbar sind, für die es eine Abarbeitung in A gibt, die im Zustand Q mit Stackinhalt X beginnt und nach dem Lesen dieses Wortes im Zustand P ist mit leerem Stack. Ja, also dafür brauche ich jetzt meine Regeln. Und dazu definiere ich mir jetzt folgende Regelmenge. Also erstmal, um einfach loszulegen, die eine Regel von S nach dem Trippel Q0, Z0, Q für alle möglichen Zustände Q. So, und jetzt, das hier so ein bisschen komplizierter, oder sieht so ein bisschen komplizierter aus. Für so eine beliebige Variable, QX, QM plus 1, Q und QM plus 1 sind eben zwei Zustände, X ist ein Symbol aus dem Stack-Alphabet, brauche ich alle möglichen Regeln der Art,
ersetze die Variable durch ein Symbol aus Sigma, gefolgt von, ja, hier m Variablen der Form qi, yi, qi plus 1. Und zwar für alle Möglichkeiten, wie solche QIs aussehen können. Für den Fall, dass ich den Übergang habe in meinem Kellerautomat, wenn ich im Zustand Q bin, dieses Symbol A lese und auf dem Stack ist dieses X, dann ist eine mögliche Folgekonfiguration: ich bin im Zustand Q1 und auf dem Stack liegt das Wort Y1 bis Ym. Also für jedes dieser Yi aus dem Wort Y1 bis Ym, die dann nach der Situation auf den Stack gelegt werden, brauche ich hier so eine Variable, die entspricht Zustand Yi, anderer Zustand. Kann auch derselbe Zustand sein. Ja. So, also ich habe für alle diese Möglichkeiten, wie die Folgekonfiguration für QAX in meinem NPDA ist, alle die Regeln der Form QX, QM plus 1 wird ersetzt durch Symbol A, gefolgt von den Variablen Q1, Y1, Q2, Q2, Y2, Q3 und so weiter, für all diese Möglichkeiten, wie Q2 bis Qm plus 1 gewählt werden können. Und insbesondere habe ich auch die Regel QXP, kann ersetzt werden durch A, falls eine Folgekonfiguration von QAX ist, ich bin im Zustand P mit leerem Stack. Okay, wenn ich das so, meine Regeln so definiere, dann klappt's. Was muss ich dafür zeigen? Ich muss zeigen, wenn ich hier eine Abarbeitung habe, einer beliebigen Länge, eine Abarbeitung meines nicht-deterministischen Kellerautomaten einer beliebigen Länge habe, bei Eingabe eines bestimmten Wortes, dann habe ich in meiner Grammatik, die ich eben gerade definiert habe, eine Ableitung einer bestimmten Länge, die bei dem Wort endet, die bei S startet und bei dem Wort endet. Und ich habe hier gesagt, beliebige Länge und Abarbeitung beliebiger Länge muss man irgendwie kurz schreiben, und da schreiben wir hier dieses Symbol mit einem Sternchen drüber. Wenn wir also eine Abarbeitung beschreiben wollen, die von der Konfiguration QW Alpha nach einer bestimmten Anzahl von Schritten in der Konfiguration PW Strich Beta endet. Und wenn wir über die Anzahl der Abarbeitungsschritte uns genauer einigen wollen, also wenn das etwa K ist, dann schreiben wir dieses Symbol mit einem K drüber. So, und dann müssen wir also zeigen, in der Grammatik G haben wir die Ableitung, QXP wird abgeleitet zu W, genau dann, wenn wir in dem NPDA die Abarbeitung haben aus der Situation QWX, kommen wir in die Situation, wir sind im Zustand P, die Eingabe ist abgearbeitet, das Stack ist leer. Also das zeigen wir per Induktion, denn wenn wir das gezeigt haben, dann sind wir tatsächlich fertig. Dann können wir tatsächlich argumentieren, ein Wort ist in der Sprache, die durch unseren NPDA akzeptiert wird, genau dann, wenn das Wort in der Grammatik, in der Sprache ist, die durch die Grammatik, die wir eben definiert haben, erzeugt wird. Nämlich, wenn man so ein Wort aus der Sprache, die durch den Kellerautomaten akzeptiert wird, angucken, dann ist das ja per Definition Kellerautomat und akzeptieren äquivalent dazu, dass es einen Zustand gibt, sodass aus dem Zustand Q0 bei Eingabe dieses Wortes und Initialisierung des Stacks mit Z0
nach einer bestimmten Anzahl von Schritten wir im Zustand P sind, das Wort ist abgearbeitet, das Deck ist leer. Ja, das hier ist die Anfangskonfiguration. Das ist äquivalent dazu, dass es einen Zustand P gibt, so dass wir aus dieser Variablen, die hierzu gehört, also zu der Situation gehört, das Wort W ableiten können. Das ist äquivalent dazu, dass wir eine Ableitung von S aus auch haben, über, also erster Schritt von S, S wird ersetzt durch diese Variable und dann geht es weiter. Und das ist ja genau das, was erfüllt sein muss, damit W in der Sprache ist, die durch G akzeptiert wird. Gut, also das hier, diese Äquivalenz müssen wir zeigen per Induktion über die Länge der Ableitung. Und diese Äquivalenz hat zwei Richtungen. Das heißt also, wir müssen zeigen von da nach da und von da nach da. Ja? So, also erste Richtung, ich habe also jetzt eine Ableitung eines Wortes W aus einer Variable in einer bestimmten Länge in G und ich zeige, dann gibt es die entsprechende Abarbeitung des Wortes aus diesem entsprechenden Zustand Q und mit der Situation, dass auf dem Stack dieses X liegt und am Ende bin ich im Zustand P und der Stack ist leer und die Eingabe ist abgearbeitet. Und das mache ich also durch eine Induktion über die Länge von so einer Ableitung, Länge K. Hier steht nochmal das, was ich, also die Definition meiner Grammatik, ja, insbesondere wie die Variablen aussehen und wie die Regeln vom Muster her aussehen, die ich da in die Grammatik reingesteckt habe. Der Induktionsanfang wäre, ich mache einen Schritt, einen Ableitungsschritt. Also ich habe Variable QXP wird ersetzt durch W. Wenn ich diese Regel habe, dann heißt das insbesondere, dass das W nur ein Symbol ist, also Länge 1 hat. Und dass nach der Definition hier, jetzt der Teil der Definition, der hierfür relevant ist, den habe ich jetzt nicht mehr im grauen Kasten mit dazu geschrieben, explizit dazu geschrieben, P, Epsilon Folgekonfiguration von QWX ist. Gut, aber dann habe ich diese Abarbeitung in einem Schritt, komme ich vom Zustand Q bei Lesen von diesem einen Symbol W und auf dem Stack liegt X in den Zustand P, danach ist die Eingabe abgearbeitet, also dieses eine Symbol und das X, was auf dem Stack lag, ist weg. Ja, also P, Epsilon. Okay, und für den Induktionsschritt betrachte ich jetzt also so eine Ableitung der Länge K. Dafür muss ich zeigen, es gibt eine entsprechende Abarbeitung irgendeiner Länge, muss nicht dasselbe K sein. So, wie man das bei so einer Induktion in dem Kontext immer macht, dann schreibe ich mir die Ableitung in diesem Fall halt aufgesplittet in einen Schritt und den Rest. Ja? Also hier, ich schreibe mir die Ableitung der Länge K als den ersten Schritt der Ableitung und den Rest. Das heißt, der erste Schritt der Ableitung ist ja nach Definition ein Schritt nach dem Muster. Variable QXP wird ersetzt durch Symbol A, gefolgt von diesen Variablen hier. Und dann in den restlichen K-1 Schritten wird daraus das W abgeleitet. Und dabei ist natürlich insbesondere hier diese hintere Eintrag der letzten Triples, dieses QM plus 1 gerade gleich diesem P und das Wort W hier natürlich A gefolgt von dem Rest des Wortes, also W hat die Form A, W1 bis WM, die Länge M bekomme ich hier aus der Länge, der Anzahl der Variablen hier in dieser Regel. Und von jeder dieser Variablen komme ich also über eine bestimmte Anzahl von Ableitungsschritten zu einem entsprechenden Teilwort hier aus W1 bis WM. Ja, also wenn ich hier die Variable AJ, QJ, YJ, QJ plus 1 angucke, muss ich also daraus in einer bestimmten Anzahl von Schritten
nach WJ kommen. Und diese Anzahl von Schritten muss natürlich kleiner sein, kleiner gleich sein dem K minus 1. Ja? So. Per Induktionsvoraussetzung habe ich aber für jede dieser Variablen, dass sie ableitbar ist zu QJ plus 1. Moment. So. Nach Induktionsvoraussetzung habe ich aber für jede dieser Ableitungen, dass ich eine Abarbeitung habe einer bestimmten Länge von der Konfiguration. Ich bin im Zustand QJ, ich habe den Teil WJ der Eingabe und auf dem Stack liegt QJ in den Zustand QJ plus 1. Die Eingabe, dieser Teil der Eingabe ist abgearbeitet und der Stack ist leer. Das heißt also insbesondere, also oben auf dem Stack liegt QJ, wenn da drunter QJ plus 1 bis QM liegt, dann komme ich von der Konfiguration QJ, WJ, YJ bis YM liegt auf dem Stack in einer bestimmten Anzahl von Abarbeitungsschritten nach QJ plus 1, WJ ist abgearbeitet und auf dem Stack liegt nur noch der Rest, also das YJ ist weg, dann liegt nur noch der Rest YJ plus 1 bis YM. Damit habe ich natürlich auch, dass aus dem Zustand Q bei Eingabe W und auf dem Stack liegt X, ich im Lauf der Abarbeitung erstmal im ersten Schritt nach Q1, W1 bis WM, Y1 bis YM komme, von da aus nach, mit einer bestimmten Anzahl von Abarbeitungsschritten nach Q2, W2 bis WM, Y2 bis YM, weitere Anzahl von Abarbeitungsschritten nach Q3, W3 bis WM, Y3 bis WM und so weiter bis zu QM, WM, YM. Und dann im letzten Schritt, also WM ist sozusagen der letzte Teil des Wortes, letzten Folge von Schritten, dass WM abgearbeitet wird, dass YM ganz abgearbeitet wird und ich im Zustand QM plus 1 bin, mit die Eingabe ist abgearbeitet, also hier steht Epsilon und das Stack ist leer. Und das QM plus 1 ist ja gerade dem, das P, also bin ich damit schließlich von startend von QWX gekommen zu P Epsilon Epsilon. Das ist die eine Richtung, also wenn ich eine Ableitung einer Länge k habe aus so einer Variablen qxp zu einem Wort w, dann gibt es eine Abarbeitung in dem Automaten von der Konfiguration qwx in die Konfiguration, ich bin im Zustand p, die Eingabe ist abgearbeitet und der Stack ist leer. Und dann brauche ich noch die Umkehrung, also wenn ich diese Abarbeitung habe in meinem nicht deterministischen Kellerautomaten, von dem aus ich ja gestartet bin, umgekehrt, wenn ich, hier ist die Abarbeitung, so, wenn ich eine Abarbeitung habe von meinem nicht deterministischen Kellerautomaten, der Eingabe W, auf dem Stack liegt X, die akzeptierend ist, also wo danach der Stack leer ist und die Eingabe abgearbeitet ist, dann gibt es auch eine Abarbeitung einer gewissen Länge aus der zugehörigen Variablen QXP zu dem Wort W. Geht wieder über Induktion, jetzt Induktion über die Länge der Abarbeitung, also ich gucke mir die Abarbeitung an und sage, naja gut, die hat also eine gewisse Länge, meinetwegen K. Induktionsanfang, K gleich 1, ich gucke mir diesen einen Schritt an, ich muss in einem Schritt also kommen in den Zustand P, Eingabe ist abarbeitet, Stack ist leer, daraus folgt dann wieder, die Eingabe besteht nur aus einem Symbol und der Übergang ist eben vom Zustand Q bei Eingabe W und auf dem Stack liegt X, kann ich übergehen in den Zustand P mit leerem Stack. Wenn das so ist, dann habe ich aber auch nach Definition meiner Regeln die eine Regel, Variable QXP kann ersetzt werden durch W.
Und für einen Induktionsschritt gucke ich mir jetzt also eine Abarbeitung der Länge K an. Und für den Induktionsschritt zerlege ich jetzt wieder geeignet das, was in der Abarbeitung passiert. Ich gucke mir vor allem das Wort W an, die Eingabe, und zerlege das in das erste Symbol und den Rest. Also ich nenne W gleich AW', wobei das A auch das leere Wort sein kann oder eben ein Symbol ist. Das A ist genau dann das leere Wort, wenn der erste Schritt bei meiner Abarbeitung ein Epsilon-Übergang ist. Ansonsten eben ist A der erste Buchstabe der Eingabe. Und ich schaue mir die Konfiguration meiner Abarbeitung nach dem ersten Schritt an. Das sei jetzt, ich bin im Zustand Q1, von der Eingabe ist Epsilon oder der erste Symbol abgearbeitet, also da steht noch W'. Und auf dem Stack liegt jetzt Y1 bis Ym. Dann ist meine Abarbeitung also folgendermaßen, sieht folgendermaßen aus. Im ersten Schritt komme ich von QAW'X zu Q1W'Y1 bis Ym und dann nach einer bestimmten Anzahl von weiteren Abarbeitungsschritten nach in den Zustand P, Eingabe ist abgearbeitet, der Stack ist leer. Da die Abarbeitung K Schritte hat, ist dieser hintere Teil also K-1 Schritte lang. Und hier sende ich dann die Induktionsvoraussetzung an. Also das W' gucke ich mir jetzt nochmal weiter zerlegt an in Teilworte W1 bis Wm. Und A startet also mit der Konfiguration jetzt Q1 W'Y1 bis Ym. Das war jetzt also genau die Zerlegung, bei der ich ankomme, wenn zum ersten Mal bei der Abarbeitung der Stack-Inhalt eben YJ+1 bis YM ist. Und QJ+1 sei der dazugehörige Zustand. Dann habe ich insbesondere das QM+1 ist P und ich habe also eine Abarbeitung für diese K-1 hinteren Abarbeitungsschritte, die ich, wenn ich es feiner aufschlüssele, beschreiben kann als QJ, also ich bin im Zustand QJ, von der Eingabe ist WJ bis WM übrig und auf dem Stack liegt YJ bis YM. In K-Schritten komme ich in den Zustand QJ+1. Von der Eingabe ist noch WJ+1 bis WM übrig und auf dem Stack liegt noch YJ+1 bis und auf dem Stack liegt YJ+1 noch YJ+1 bis YM. Aber während der ganzen Abarbeitung liegt dieses YJ+1 bis YM sozusagen unverändert auf dem Stack. Dann habe ich also auch, dass ich von der Konfiguration QJ, WJ, YJ, also gucke jetzt wieder nur das vorderste Symbol an, beziehungsweise das oberste auf dem Stack, ich nach Zustand QJ+1, WJ ist abgearbeitet, der Stack ist leer, komme. Dann folgt aber nach Induktionsvoraussetzung auch, dass ich die entsprechende Ableitung für WJ habe, also aus der Variablen, die der Situation hier entspricht, der Variablen QJ, YJ, QJ+1, kann ich dann also in der von mir so definierten Grammatik das WJ ableiten. Und damit habe ich also insgesamt für jede dieser Ableitungen, jede dieser Variablen, die hier vorkommt, die Ableitung zu dem entsprechenden WJ. Das heißt also, ich kann nach dem ersten Schritt der Ableitung, wo das A erzeugt wird, jede dieser Variablen, die nachfolgt, ableiten in das entsprechende WJ. Das heißt also, irgendwie nach einer bestimmten Anzahl von Ableitungsschritten komme ich von hier aus auch nach A, W1 bis WM. Und das ist gerade das W. Okay, gut. Damit sind wir mit diesem Bild fertig. Also, wir haben jetzt insbesondere hier diesen ganzen Zyklus definiert, nämlich die Äquivalenz zwischen, ich habe eine Grammatik, die ist kontextfrei, ich habe eine Grammatik, die ist in Greibach-Normalform, ich
kann die entsprechende Sprache durch einen nicht deterministischen Kellerautomaten mit leerem Stack akzeptieren. Und dazu wieder, ich kann eine Grammatik in kontextfreie Grammatik angeben, die die entsprechende Sprache erzeugt. Und das Ganze kann ich noch erweitern um die Äquivalenz zu jedem Kellerautomat, der mit leerem Stack akzeptiert, habe ich einen äquivalenten Kellerautomaten, der mit akzeptierten Endzuständen akzeptiert. Das heißt also insgesamt, die Klasse der von nicht deterministischen Kellerautomaten akzeptierten Sprachen ist gerade die Klasse der kontextfreien Sprachen. Ja. Ich habe angekündigt, dass jetzt noch so ein paar Eigenschaften kontextfreier Grammatiken oder kontextfreier Sprachen kommen, die auch interessant sind. Aber vorher vielleicht so einen kleinen historischen Exkurs. Wofür braucht man Grammatiken? Wofür sind die irgendwann mal aufgestellt worden oder hat man sich das überlegt? Und die entsprechenden Berechnungsmodelle, wie eben auch Kellerautomaten, endliche Automaten, Turingmaschinen. Also diese Chomsky-Hierarchie, die wir systematisch angeguckt haben und die ja eigentlich mit allen Kapiteln der Vorlesung zu tun hat. Wir haben es nur nicht, außer in dem ersten Kapitel, wo wir die endlichen Automaten regulären Sprachen angeguckt haben, also Chomsky 3, nicht gleich dazu gesagt, sondern jetzt sozusagen nachgeschoben, was zu Turing-Maschinen gehört, also was da, und was dazwischen liegt. Die wurde von Noam Chomsky 1956 aufgestellt. Ja, er hat die sich überlegt und er wollte damit eigentlich natürliche Sprachen beschreiben. Das hat nicht funktioniert. Also natürliche Sprachen sind komplexer, sind schwieriger. Es war also mehr ein Linguist als ein Informatiker in dem Sinne. Allerdings sind aus heutiger Sicht, oder schon lange seit die Informatik sich entwickelt hat, natürlich Grammatiken essentiell für die Beschreibung von Programmiersprachen und eben die entsprechenden Berechnungsmodelle essentiell für die abstrakte Beschreibung von Berechnen. Ja. Und so kann man eben auch für Programmiersprachen oder Sprachen wie XML dazu sagen, teilweise auf welche Art von Grammatiken die beruhen. Ja, das hat also unmittelbar praktischen Nutzen, diese, ich sag mal, theoretischen Konstrukte wie Grammatiken oder auch solche, so spielerisch erscheinende Berechnungsmodelle wie Endlichautomaten oder Kellerautomaten anzugucken. So, und jetzt auch nochmal ein Zwischenfazit, also dieses Kapitel Chomsky-Hierarchie, Grammatiken, das beschäftigt sich ja jetzt schon eine ganze Weile, vor allem mit den kontextfreien Grammatiken. Und was wissen wir jetzt also über kontextfreie Grammatiken? Warum sind die interessant? Naja gut, das eine Wichtige war eben, dass wir, das ist ja die zweite Eigenschaft, dass wir das Wortproblem in Polynomialzeit entscheiden können für kontextfreie Grammatiken. Dazu benutzt haben wir die Chomsky-Normalform und dann haben wir eben diesen sogenannten CYK-Algorithmus zum Entscheiden des Wortproblems aufgestellt. Man kann auch in polynomialer Zeit entscheiden, ob zu einer vorgegebenen kontextfreien Grammatik die entsprechende Sprache leer ist oder endlich ist, ja, nur endlich viele Worte enthält. Sie erinnern sich, um zu entscheiden, ob die Sprache leer ist, haben wir den Begriff der nützlichen Variablen oder der unnützen Variablen gebraucht. Kurz gesprochen, wenn die Startvariable S unnütz ist, dann ist die durch die entsprechende Grammatik erzeugte Sprache leer. Was hieß unnütz oder nützlich? Nützlich hieß, so eine Variable ist nützlich, wenn sie überhaupt irgendwo mal bei einer richtigen Ableitung eines Wortes vorkommt. Oder umgekehrt, unnütz ist sie, wenn sie in keiner Ableitung, wo am Schluss ein Wort aus Sigma Sternchen steht, vorkommt. Wenn selbst das S in keiner solchen Ableitung vorkommt, dann ist die Sprache leer. Dann Abgeschlossenheitseigenschaften kontextfreier Sprachen. Bei den regulären Sprachen hatten wir ja Abgeschlossenheit bezüglich aller Operationen, die wir uns so vorstellen können auf Sprachen, also Mengenoperationen, klinischer Abschluss, Produkt.
Bei den kontextfreien Grammatiken funktioniert das nicht bei allen Operationen. Wo es funktioniert, ist klinischer Abschluss, Vereinigung und Produktbildung. Also, was heißt das? Also, wenn ich eine kontextfreie Grammatik hernehme, den klinischen Abschluss bilde, dann weiß ich, die Grammatik, die da rauskommt, oder die Sprache, die da rauskommt, ist wieder kontextfrei. Auch wenn ich zwei kontextfreie Grammatiken hernehme, die entsprechenden Sprachen betrachte, deren Vereinigung bilde, dann ist die Sprache, die rauskommt, auch wieder kontextfrei, und dasselbe geht beim Produkt. Bei Durchschnitt und Komplement ist das allgemein nicht der Fall bei kontextfreien Sprachen. Und jetzt das Letzte, was wir bewiesen haben, dass also die nicht deterministischen Kellerautomaten genau das Berechnungsmodell zu kontextfreien Sprachen ist. So, und jetzt noch ein paar nette Eigenschaften, die wir hinterher schieben. Solche Entscheidbarkeits-Nicht-Entscheidbarkeits-Eigenschaften. Also hier haben wir ja eigentlich nur Positives. Ja? In Polynomialzeit kann man bestimmte Sachen entscheiden, im Zusammenhang mit kontextfreien Grammatiken, oder wir wissen sogar gleich bei kontextfreien Grammatiken, dass die Vereinigung der entsprechenden Sprachen wieder kontextfrei ist oder Produkt der entsprechenden Sprachen wieder kontextfrei ist. Für den Durchschnitt, wie gesagt, wissen wir, dass das im Allgemeinen nicht gilt, wenn ich zwei kontextfreie Grammatiken betrachte, Durchschnitt der dazu gehörigen Sprachen, dann muss dieser Durchschnitt nicht unbedingt wieder kontextfreie Grammatik sein, Sprache sein. So, und jetzt kommt hier was Überraschendes. Es ist sogar nicht entscheidbar, zu zwei Grammatiken G1 und G2, die kontextfrei sind, zu entscheiden, ob der Durchschnitt der entsprechenden Sprachen leer ist. Das ist, finde ich, durchaus überraschend. Das Ergebnis ist auch interessant, sage ich jetzt mal für uns, so im Kontext der ganzen Vorlesung, weil da jetzt nochmal wieder ein Querbezug zu einem anderen Kapitel hergestellt wird. Also Sie haben das jetzt hoffentlich wahrgenommen, dass in dem Kapitel Grammatiken wir eigentlich Querbezüge zu all den Kapiteln davor haben. Ja. Bestimmte Entscheidbarkeits-, Nicht-Entscheidbarkeits-Aussagen, bestimmte Komplexitätsaussagen, der Bezug zu den endlichen automatischen Sprachen ist offensichtlich. Hier haben wir eben wieder mal so einen Bezug zu Berechenbarkeit oder Entscheidbarkeit. Wie beweist man sowas? Naja gut, Sie erinnern sich, man beweist die Nicht-Entscheidbarkeit einer Frage oder eines Problems durch Reduktion. Man führt es zurück auf ein anderes nicht-entscheidbares Problem. Will heißen, wenn es so wäre, dass das Problem, das wir hier betrachten, oder diese Fragestellung, die wir hier betrachten, entscheidbar wäre, läuft der Beweis so, dass wir zeigen, dann wäre auch ein anderes Problem entscheidbar, von dem wir aber schon wissen, es ist nicht entscheidbar. Und das andere Problem, das es hier tut, ist das postische Korrespondenzproblem. Wir wiederholen gleich nochmal, was es ist. Also was das postische Korrespondenzproblem ist. Also wir beweisen aus der Entscheidbarkeit von L von G1, Schnitt L von G2 ist leer, mit G1, G2 sind kontextfreie Grammatiken, würde folgen, das postische Korrespondenzproblem ist entscheidbar. Wir wissen aber, das postische Korrespondenzproblem ist nicht entscheidbar. Wie beweist man, also führt man so einen Reduktionsbeweis? Na gut, wir geben für jede beliebige Instanz des postischen Korrespondenzproblems Grammatiken G1 und G2 an, die kontextfrei sind, sodass aus dem Entscheiden, ob der Schnitt dieser beiden der entsprechenden Sprachen leer oder nicht leer ist, folgt, ob das postische Korrespondenzproblem, also die entsprechende Instanz des postischen Korrespondenzproblems, lösbar ist oder nicht. Oder genauer, aus der Tatsache, dass es ein Wort gibt, das im Durchschnitt der Sprachen zur Grammatik G1 und G2 liegt, könnte man dann schließen, es gibt auch eine Lösung für die Ausgangsinstanz, beliebige Ausgangsinstanz des postischen Korrespondenzproblems. Wiederholung, postisches Korrespondenzproblem. Das sah ja so aus, wir haben so eine Folge von Paaren gegeben, Paaren x, i, y, i. Ja? Also die Instanz besteht aus x1, y1 bis y, xk, yk über irgendeinem endlichen Alphabet Sigma. Und wir fragen, gibt es eine Indexfolge i1 bis il
die Indizes sind alle hier aus 1 bis k, sodass die x entsprechend dieser Indexfolge hintereinander geschrieben genau dasselbe Wort ergeben wie die y's entsprechend dieser Indexfolge hintereinander geschrieben. Also genauer gibt es so eine Indexfolge i1 bis il, so dass xi1 bis xil identisch yi1 bis yil ist. Ja, Sie erinnern sich, ne? Also hier können durchaus bestimmte xi mehrfach vorkommen. Wir müssen nur solche x mit entsprechenden Indizes so hintereinander schreiben können, dass die y's mit derselben Index. Eine blöde Anlage hier, dasselbe Wort ergeben. So, jetzt wollen wir also für eine beliebige Instanz des Postschen Korrespondenzproblems zwei Grammatiken angeben, G1 und G2, die kontextfrei sind und so, dass es so ist, wenn diese beiden Grammatiken nicht leeren Schnitt haben, dann können wir daraus eine Lösung für das Postsche für diese Instanz des Postschen Korrespondenzproblems basteln. Also fangen wir mit einer beliebigen Instanz an, die sieht eben so aus, x1, y1 bis xk, yk, über dem Alphabet Sigma. So, für unsere Grammatiken G1 und G2 stecken wir in das Sigma noch ein paar Zusatzhilfssymbole dazu. Also das zugehörige Alphabet Sigma Strich ist Sigma vereinigt, A1 bis AK, A1 bis AK sind Symbole, die wir vorher in Sigma nicht hatten. So, die erste Grammatik sieht jetzt so aus, das Alphabet ist Sigma Strich, die Variablenmenge besteht nur aus einer Variablen S1 und wir haben eine Regelmenge R1, auf die ich gleich eingehe, und analog ist G2, die Grammatik bestehend aus Sigma Strich, Startsymbol S2 und einer bestimmten Menge von Regeln. So, und die Regeln zur ersten Grammatik sind ganz einfach. Insbesondere ist das Ganze in sind die Regeln, also Regeln einer kontextfreien Grammatik. Ich habe die Regel S1 kann ersetzt werden durch AIXI für jedes I aus 1 bis K. Und ich habe die Regel, S1 kann ersetzt werden durch AISS1XI. Das heißt also, ich kann aus S1 heraus alle Worte generieren, die so aussehen, da ist eine Folge von A's, gefolgt von einer gleich langen Folge von XIs. Und die Indizes an den A's ist gleich, die Indexfolge an den A's ist identisch der Indexfolge bei den X'en. Also immer wenn ich vorne so ein AI generiere, generiere ich das entsprechende XI hier rechts. Ja, das heißt, wenn da irgendwann nachher ein Wort fertig ist, dann ist das irgend so ein A1I bis AI1 bis AIL gefolgt von XI1 bis XIL. Und völlig analog mache ich das in G2, da habe ich eben Regeln, bei denen solche Worte AI1 bis AIL gefolgt von YI1 bis YIL erzeugt werden können. Ja, wo sind die gespiegelt? Wie kommen Sie da drauf? Also das geht so durch, kann ich Ihnen versprechen. Gut, also diese Worte kann ich erzeugen. Das heißt, ich weiß, was Sie meinen. Ja, da habe ich mich tatsächlich versprochen. Sie meinen bei dieser Folge A's gefolgt von X'en oder A's gefolgt von Y's ist die Indexfolge gespiegelt bei den X'en bzw. Y's gegenüber den A's. Das ist richtig, ja. Vielen Dank, das habe ich falsch gesagt. Genau, die Worte, das geht von der Mitte nach hinten und die Indexfolge beim zweiten Teil ist gerade die Indexfolge des ersten Teils umgedreht. Das habe ich verbal anders gesagt, das ist richtig. Das heißt also, wenn ich mir die beiden Grammatiken angucke, dann sind die Worte, die daraus erzeugt werden, im ersten Fall AIN bis AI1
XI1 bis XIN und im zweiten Fall AIN bis AI1 gefolgt von YI1 bis YIN. Ja, also solche Worte nach dem Muster, also insbesondere diese IJ sind irgendwelche Indizes zwischen 1 und K. So, und wenn ich jetzt dann die beiden Sprachen mir angucke und das zugehörige, die zugehörige Instanz des Postschen Korrespondenzproblems, dann kann ich mir doch leicht klar machen, dass es folgendermaßen ist. Diese Instanz hat eine Lösung, nach Definition, genau dann, wenn es eine Indexfolge I1 bis IN gibt, mit XI1 bis XIN ist gleich YI1 bis YIN. Das ist natürlich äquivalent dazu, dass es eine Indexfolge I1 bis IN gibt, so dass AIN bis AI1, XI1 bis XIN gleich AIN bis AI1, YI1 bis YIN ist. Und der vordere Teil, das ist einfach AIN bis AI1 davor geschrieben. So, wenn es aber so eine Indexfolge gibt, dann habe ich also ein Wort, das einerseits in der Sprache zu L1 ist und andererseits in der Sprache zu L2 ist. Dann gibt es also ein Wort im Durchschnitt L von G1 und L von G2. Das ist also äquivalent dazu, dass dieser Durchschnitt nicht leer ist. Fertig. Also ganz einfacher Beweis, dass wenn es entscheidbar wäre, dass der Durchschnitt zweier Sprachen zu zwei beliebigen kontextfreien Grammatiken nicht leer ist, wenn ich das entscheiden könnte, dann könnte ich auch entscheiden, ob für eine beliebige Instanz des postschen Korrespondenzproblems eine Lösung existiert. Wir wissen aber, dass postsche Korrespondenzproblem ist nicht entscheidbar. So eine weitere Entscheidbarkeitsfrage im Zusammenhang mit kontextfreien Grammatiken wäre die Frage, ist für eine beliebige kontextfreie Grammatik entscheidbar, ob die zugehörige, naja, ob sie eindeutig ist, so. Also da braucht man gar nicht die zugehörige Sprache betrachten. Also ob sie eindeutig ist. Und wann ist eine Grammatik eindeutig? Naja, wenn für die zugehörige Sprache gilt, für jedes Wort gibt es genau einen Syntaxbaum. Ja. Das heißt also, sie erinnern sich, Syntaxbäume visualisieren Ableitungen. Es kann durchaus so sein, dass es verschiedene Ableitungen zu einem Syntaxbaum gibt, aber man nennt eine Grammatik eindeutig oder Sprache eindeutig, wenn es zu jedem Wort genau einen Syntaxbaum gibt. Das zu entscheiden im Zusammenhang mit kontextfreien Grammatiken ist ebenfalls nicht entscheidbar. Annahme, das wäre entscheidbar. Der Beweis geht wieder so, dann könnte man das postsche Korrespondenzproblem entscheiden. Wir betrachten wieder eine Instanz, eine beliebige Instanz des postschen Korrespondenzproblems. Wir betrachten die zwei Grammatiken aus dem Beweis zuvor, ja, und konstruieren dazu eine neue Grammatik, G, die genau dann mehrdeutig ist, wenn der Durchschnitt zwischen den Sprachen zu den Grammatiken aus dem Beweis zuvor nicht leer ist. Und diese Grammatik, die wir konstruieren, die sieht so aus, die Variablenmenge ist die Vereinigung der Variablenmengen der beiden Grammatiken aus dem Beweis zuvor plus noch eine zusätzliche Startvariable und die Regelmengen ist eben auch die Vereinigung der beiden Regelmengen plus die beiden Regeln von S aus, also der neuen Startvariable komme ich nach S1 oder von S aus komme ich nach S2. Die Grammatiken, die wir eben betrachtet haben, die sind eindeutig. Und demnach existiert also genau dann ein Wort aus dem Schnitt der entsprechenden Sprachen, wenn es eine Ableitung in G gibt, die erstmal so geht, von S gehe ich nach S1 und dann habe ich die eine Ableitung zu dem Wort W entsprechend der Grammatik G1 einerseits und andererseits die Ableitung von S gehe ich in einem Schritt nach S2 und dann habe ich die Ableitung von S2 zum Wort W entsprechend G2. Gut, dann ist aber G mehrdeutig. Ja. Ich habe zwei verschiedene Ableitungen, die zu verschiedenen Syntaxbäumen führen, für ein und dasselbe Wort.
So, jetzt gibt es noch so eine Frage im Zusammenhang mit dem Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen, für die wir den Begriff der korrekten Rechenwege brauchen. Also Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen, wissen wir, ist nicht notwendig wieder kontextfrei. Ob der Durchschnitt leer ist, ist nicht entscheidbar. Kann man irgendwas noch über den Durchschnitt von zwei kontextfreien Sprachen sagen? Das wäre jetzt so die letzte Frage, die wir versuchen zu beantworten. Wir benutzen, um etwas darüber zu sagen, die Sprache, sogenannte Sprache der korrekten Rechenwege. Dafür betrachten wir eine Turing-Maschine. Die Berechnung einer Turing-Maschine kann man über die Folge der Konfiguration, die die Turing-Maschine durchläuft, beschreiben. Das haben wir auch schon mal so gemacht. Und so eine Konfiguration sah so aus, man beschreibt kompakt, in welchem Zustand die Turing-Maschine ist, wo der Leseschreibkopf ist und was links und rechts vom Leseschreibkopf steht auf dem Band. Die kompakte Beschreibung ist, ja, so ein, ja, im Wesentlichen Triple, ein Wort Alpha gefolgt von einem Zustand Q in Klammern, gefolgt von einem Wort Beta, Alpha, Beta, also sind Worte über dem Bandalphabet. Ja? Das will sagen, diese Konfiguration Alpha, Q, Beta will sagen, die Turing-Maschine ist im Zustand Q, der Leseschreibkopf steht unter dem ersten Symbol von Beta, rechts vom Leseschreibkopf steht dann das ganze Beta, links davon das Alpha und rechts und links von Alpha und Beta stehen nur noch Blanks. Ja, das ist die Beschreibung von der Konfiguration. Und so eine Form von Konfiguration beschreibt eindeutig eine Turing-Maschine. So, wenn ich jetzt also eine Abfolge von Konfigurationen habe und diese Konfiguration einfach als ein Wort auffasse, ja, also so ein Alpha, Klammer auf, Q, Klammer zu, Beta ist ja ein Wort W, wo die Symbole eben aus Gamma, Stern und Q sind, das Klammer auf und Klammer zu kann ich mal so ein bisschen ignorieren, dann kann ich also über so eine Folge von Worten so eine Berechnung beschreiben. Also W1, W2, WN ist soll eine Abfolge von Konfigurationen sein, die eben die Berechnung von M beschreiben. Dann könnte ich, wenn ich das so jetzt ein bisschen so beschreiben will, dass ich auch erkenne, wann endet eine Konfiguration, beginnt die nächste, das Wort W1, Trennsymbol, Lattenzaun, W2, Trennsymbol, Lattenzaun, so weiter, WN-Trennsymbol, Lattenzaun nehmen mit so einem Trennsymbol, also Lattenzaun, einem Symbol, das wir vorher noch nicht in Gamma hatten. Und wie gesagt, ich habe gesagt, die Klammer auf, Klammer zu, das ignorieren wir mal, also das fassen wir ein Symbol auf, der Klammer auf, Q, Klammer zu. So, jetzt, wenn wir also die Sprache aller Wörter haben, die korrekte Rechenwege beschreiben, dann können wir die so ohne weiteres, aber nicht durch eine kontextfreie Grammatik beschreiben. Ja, und das wollen wir aber. Also wir wollen irgendwie zu was hin, das werden Sie sehen, wohin, was im Zusammenhang steht mit kontextfreien Grammatiken und dem Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen, einerseits und Rechenwege von Turing-Maschinen. Wir machen jetzt Folgendes, also was so eine kontextfreie Sprache ja oder so eine kontextfreie Grammatik gut kann, das haben wir jetzt schon öfter gesehen, ist so Palindrome oder Worte und gefolgt von einem gespiegelten Wort erzeugen. Und das ist die Motivation zu folgendem Trick. Also die Sprache der korrekten Rechenwege einer Turing-Maschine M, die soll jetzt folgendermaßen aussehen, aus folgender Art von Worten bestehen. Die Worte haben die Form W1, Lattenzaun,
W2 Gespiegeltlattenzaun, W3, W4 Gespiegeltlattenzaun und so weiter. Wobei jedes WI eine Konfiguration ist, W1 die Anfangskonfiguration ist, WN die akzeptierende Endkonfiguration ist und für die I zwischen 1 und N-1 gilt, die Konfiguration WI plus 1 ist die unmittelbare Nachfolgekonfiguration von WI in einer korrekten Berechnung. Ich meine, jetzt erstmal könnte ja WI plus 1 und WI wenig miteinander zu tun haben, aber das soll jetzt bei der Sprache der korrekten Rechenwege so sein, dass WI plus 1 die unmittelbare Nachfolgekonfiguration einer korrekten Berechnung von M ist. So, hier hat man so zwei Fälle, wie die Worte aussehen. Also jedes zweite Wort ist sozusagen umgekehrt hingeschrieben. Und jetzt hängt es davon ab, ob N gerade oder ungerade ist, ob am Ende vor dem letzten Lattenzaun ein gespiegeltes oder reguläres Wort steht. Ja, das ist alles, was hier steht. So, also so sieht die Sprache der korrekten Rechenwege aus. Und was man beweisen kann, ist also, für alle Turing-Maschinen M ist die Sprache BM, der korrekten Rechenwege von M, der Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen. Also der Durchschnitt zweier Sprachen, L1 und L2. L1 ist die Sprache zur kontextfreien Grammatik G1 und L2 die Sprache zur kontextfreien Grammatik G2. Also es ist jetzt eine Aussage über kontextfreie Grammatiken und deren Durchschnitt in gewisser Weise. Ja. Allerdings umgekehrt, also jetzt nicht, dass ich über jeden Durchschnitt zweier kontextfreien Grammatiken etwas aussagen kann, sondern ich kann aber immerhin umgekehrt sagen, wenn ich diese durchaus sinnvoll definierte Sprache der korrekten Rechenwege einer Turing-Maschine betrachte, dann kann ich dazu zwei kontextfreie Grammatiken angeben, sodass der Durchschnitt der entsprechenden Sprachen gerade diese Sprache der korrekten Rechenwege ist. Ja, den Beweis können wir auch so ungefähr führen. Also wir konstruieren diese zwei Sprachen L1 und L2. Ja? Und dafür benutzen wir Hilfssprachen L und L' und noch so eine Hilfssprache E. Die Sprache L sieht so aus, Wort U, Lattenzaun, Wort V, gespiegelt. Wobei V wieder für U und V für Konfigurationen stehen und bei V ist die unmittelbare Nachfolgekonfiguration von U zu unserer vorgegebenen Turing-Maschine M. Und L' sieht im Prinzip genauso aus, nur das sind jetzt eben Worte, die aus so zwei Konfigurationen, die unmittelbar aufeinander folgen, gehören, aber das erste Wort ist ein gespiegeltes und das zweite ein reguläres. Also L' ist die Menge der V gespiegelt, Lattenzaun U, mit U ist direkte Nachfolgekonfiguration von V. So, und diese Hilfssprache E, die enthält das leere Wort und die enthält Menge aller Wörter über dem Bandalphabet, konkateniert mit allen Endzuständen in Klammern, konkateniert wieder mit allen Worten aus dem über Bandalphabet, konkateniert mit dem Trennsymbol. Wenn jetzt L und L' kontextfrei sind, dann ist auch das, was ich aus L und L' machen kann, auf folgende Weise über Operationen wie Konkatenation und klinischer Abschluss kontextfrei. Ja, denn wir wissen ja, die Konkatenation aus zwei kontextfreien Sprachen, der klinische Abschluss aus einer kontextfreien Sprache ist auch wieder kontextfrei. So, und ich baue mir also L1 und L2, die zwei kontextfreien Sprachen, deren Schnitt eben gerade die Sprache der korrekten Rechenwege sein soll, aus diesem L und L' und dem E. Nämlich L1 ist L konkateniert Lattenzaun, davon klinischer Abschluss und hinten steht so ein Wort, jeweils jedes dieser Worte aus E und L2
ja, hier ein Wort, was im Prinzip einer Anfangskonfiguration entspricht, also Q0 Sigma Sternchen Lattenzaun mal jetzt L' gefolgt von Lattenzaun klinischer Abschluss mal hinten so ein Wort aus E. Da sollte ich nachschieben, diese Worte aus E, das sieht man ja auch auf den ersten Blick, die entsprechend Konfigurationen zu akzeptierenden Endzuständen, also akzeptierenden Endkonfigurationen. Gut, also mein L1, L2 ist kontextfrei, wenn L und L' kontextfrei ist. Die Wörter aus L1, die haben alle diese Form, Konfiguration, Lattenzaun, Konfiguration gespiegelt und so weiter. Wobei eben dieses WJ immer eine Konfiguration von M ist. W2J direkte Nachfolgekonfiguration von W2J-1. Und für alle J zwischen 1 und I und W2I plus 1 so, also für alle, na, also dieses W2J, eine unmittelbare Nachfolgekonfiguration von W2J-1 ist für alle J zwischen I und 1 und I und das 2W2I plus 1 ist eine akzeptierende Konfiguration. Und bei L2 ist es analog, ja? Das heißt, alle Wörter aus L2 haben wieder so eine Form, Konfiguration, gespiegelte Konfiguration und so weiter. So eine Konfiguration hier in der Mitte ist also irgendeine Konfiguration. Die allererste am Anfang ist eine Anfangskonfiguration. Die Folgekonfiguration von so einer Konfiguration W2J ist die unmittelbare Nachfolgekonfiguration und das, was hinten ist, ist eine akzeptierende Konfiguration. So, wenn dem so ist, dann ist aber die Menge der Worte, die korrekten Rechenwegen entspricht. Also vorne ist eine Anfangskonfiguration und hinten ist eine akzeptierende Endkonfiguration und dazwischen die Konfigurationen, Worte entsprechen jeweils einer Konfiguration und der unmittelbaren Nachfolgekonfiguration. Also so sind ja korrekte Rechenwege beschrieben. Das sind gerade dann die Worte, die in dem Durchschnitt dieser beiden Sprachen liegen. So, jetzt müssen wir noch eine kontextfreie Grammatik für L und L' angeben. Ja, das ist noch das, was fehlt. Also, vielleicht eins nochmal zurück. Also, wir haben Sprachen L1 und L2 gebaut unter Benutzung von Sprachen L und L'. L und L' sind Sprachen, die so Teilworte von Worten, die korrekte Rechenwege beschreiben, sind. Und wir haben festgestellt, ja, L1 und L2 sind so gebaut, dass wenn diese Grundelemente L, L' kontextfrei sind, dann sind auch L1 und L2 kontextfrei und wir haben uns dessen vergewissert, dass L1 geschnitten L2 gerade die Worte enthält, die korrekte Rechenwege beschreiben. Jetzt brauchen wir aber auch noch die Aussage, dass L und L' auch kontextfrei sind. Da müssen wir jetzt nochmal genauer reingucken. Das machen wir für L, L' ist analog. Also L sieht ja so aus, das ist ein Wort U, ein Symbol Lattenzaun und dann ein Wort V gespiegelt und V gespiegelt ist direkte Nachfolge oder V ist direkte Nachfolgekonfiguration von U. So, wir müssen jetzt eine kontextfreie Grammatik angeben, die genau diese Art von Wörter erzeugt. Ja gut, das muss man jetzt einfach angeben und also die Regeln angeben und sich überlegen, ja, damit kann ich genau diese Art von Wörter erzeugen. Und ich habe ja vorhin gesagt, bei kontextfreien Grammatiken, was wir immer gut können, ist erzeugen, wo der hintere Teil so mehr oder weniger der vordere Teil gespiegelt ist. Also, was ich dafür brauche, sind solche Regeln der Art. S kann ersetzt werden durch
ASA, A ist ein Symbol, hier eben aus dem Bandalphabet ohne Blank-Symbol. Für alle Übergänge, ich komme vom Zustand Q bei Lesen von A in den Zustand Q'. Statt A steht auf dem Band B und ich gehe eins nach rechts. Dafür brauche ich Regeln, die so aussehen. Aus S kann ich Q in Klammern, also dieses Q in Klammern, gefolgt von A, gefolgt von Groß A, wo ich weiterbaue, gefolgt von Q' in Klammern, gefolgt von B erzeugen. Für die Übergänge analog, nur der Leseschreibkopf geht nicht nach rechts, sondern nach links, brauche ich ja solche Regeln, ist im Prinzip analog zu dem, nur ich muss das nach, statt nach rechts gehen, einbauen. Dafür brauche ich noch irgendwelche Symbole aus dem Bandalphabet X. Also ich brauche eine Regel der Form X, daraus kann ich ableiten, in einem Schritt X, Q' A, Variable A, aus der ich weiter ableiten kann, B, also dieses B, klein X, Q'. Dann die analoge Regeln für die Übergänge, bei denen der Leseschreibkopf sich nicht bewegt. Und dann noch ja, weitere Regeln, wie ich hier aus solchen Variablen A weitere Worte ableiten kann. Das heißt also, für alle A aus dem Bandalphabet baue ich mir noch die Regeln, Variable A kann ersetzt werden durch klein a, Variable A, klein a. Und dann brauche ich natürlich noch eine Regel, die mir den Lattenzaun generiert. Dafür definiere ich die Regel, Variable A kann ersetzt werden durch Lattenzaun. So, und dann kann man sich leicht überlegen, dass man mit diesen Regeln hinkommt. Also für L', es sieht ja fast genauso aus wie L, kann ich natürlich eine analoge Grammatik G' bauen und dann kann man leicht zeigen, dass die Sprache zu G gerade L ist und die Sprache zu G' gerade L' ist, denn so sind die Grammatiken G und G' gebaut, definiert. Und damit ist dann die Behauptung bewiesen, denn insbesondere sind das natürlich kontextfreie Grammatiken. Okay. Also wir haben dann damit für alle Turing-Maschinen M ist die Sprache BM der korrekten Rechenwege dieser Turing-Maschine Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen. Was man noch hat, ist, wenn eine Turing-Maschine in jeder Berechnung höchstens einen Rechenschritt ausführt, dann ist sogar diese Sprache der korrekten Rechenwege kontextfrei. Also wir haben ja mit diesem allgemeinen Lemma nur der Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen. Wir wissen aber, der Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen muss nicht kontextfrei sein. Da könnte man natürlich dann als nächstes fragen, ja, wann ist denn die Sprache der korrekten Rechenwege einer Turing-Maschine kontextfrei, sogar selber kontextfrei? Das ist eben der Fall, zum Beispiel, wenn die Turing-Maschine so geartet ist, dass jede Berechnung nur höchstens einen Rechenschritt ausführt. Sehr, sehr speziell. Okay. Ohne Beweis noch der nächste Schritt, der irgendwie naheliegend ist. Und was ist denn bei einer Turing-Maschine, die zwei Rechenschritte maximal ausführt? Also sei eben eine Turing-Maschine, die auf jeder Eingabe mindestens zwei Rechenschritte ausführt, dann ist die Sprache der korrekten Rechenwege dieser Turing-Maschine genau dann kontextfrei, wenn sie endlich ist. Also wenn die Sprache der Turing-Maschine endlich ist. So, das sind einfach noch so ein paar Eigenschaften im Zusammenhang mit kontextfreien Sprachen und Turing-Maschinen. Und damit sind wir am Schluss dieses Kapitels. Und das war jetzt ein langes Kapitel mit sehr viel Inhalten. Und das Kapitel es steht in engem Bezug auch zu den Kapiteln davor. Und hier gibt es so eine Tabelle, die müssten Sie eigentlich ausfüllen können. Da sind also die Typen
Typ Grammatiken, Typ 0, Typ 1, Typ 2, Typ 3 und dann diese typischen Fragen, wie ist die Grammatik definiert, wie sie, das ist ja darüber definiert, wie die Regeln aussehen dürfen. Was ist die Komplexität des Wortproblems? Haben wir ja systematisch für diese verschiedenen Chomsky-Typen durchgeguckt. Was ist das zugehörige Maschinenmodell? Können Sie eine Sprache angeben, die typische Sprache der entsprechenden Klasse von Grammatiken ist? Das sind auch so typische Fragen, die ich immer mal stelle in diesen unangenehmen Prüfungen, die den einen oder anderen von Ihnen hoffentlich, hoffentlich Sie nicht trifft, nämlich wenn jemand zweimal durch die Klausur durchgefallen ist, darf er ja nochmal in so eine mündliche Nachprüfung kommen. Da stelle ich typischerweise sowas als Frage, um auch zu sehen, ist denn da so wenigstens so ein Überblick da? Und das wäre es für heute.